Eine 2 Meter lange Stahlstange ist mit einem Ende A an einer senkrechten Wand in einer Höhe von 3 Meter und unter einem Winkel von 45 Grad befestigt. An ihrem anderen Ende O hält sie eine Rolle mit Radius 0,5 Meter. Ein Stahlseil ist am Punkt B in einer Höhe von 4 Meter an dieser selben Wand befestigt. Mittels der Rolle hängt an diesem Seil eine würfelförmige Dose mit Kantenlänge 0,5 Meter. Berechne die Länge BCDE des Stahlseils so, dass die untere Fläche des Würfels sich genau 1 Meter über dem Boden befindet. Das Seil ist an den beiden Kontaktpunkten C und D tangent zur Rolle. Wir suchen also die Länge BCDE von diesem roten Seil. Und um diese Länge zu bestimmen, berechnen wir zuerst die Länge dieser Strecke BC, dann die Länge von diesem Kreisbogen CD und anschließend die Länge von dieser Strecke DE. Beginnen wir mit der Länge von der Strecke BC. Bevor wir diese Länge bestimmen, werden wir zuerst die Länge von dieser Strecke BO berechnen und das durch die Kosinusregel in diesem Dreieck ABO. Die Kosinusregel besagt, dass das Quadrat dieser Seitenlänge BO gleich ist zu 1 im Quadrat plus 2 im Quadrat minus 2 mal 1 mal 2 mal Cosinus des Winkels, der dieser Seite BO gegenüberliegt, also mal Cosinus von 45 Grad. Und da der Cosinus von 45 Grad Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2 ist, führt diese Summe sofort zu 5 minus 2 Wurzel 2. Der Abstand zwischen B und O ist also die Quadratwurzel von dieser Differenz und die beträgt ungefähr 1,47363. Wir haben jetzt diese Länge BO bestimmt und anhand von diesem Maß können wir die Länge von der Strecke BC bestimmen und das machen wir durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck BCO. Der Satz des Pythagoras besagt, dass diese Kathetenlänge BC im Quadrat gleich ist zur Hypotenusenlänge BO im Quadrat minus diese Kathetenlänge CO im Quadrat. Also so. BO im Quadrat haben wir gerade hier berechnet. Das ist 5 minus 2 Wurzel 2. Der Abstand CO, das ist der Radius von dem Kreis, also ein halbes. Und das Quadrat von ein halbes, das macht ein Viertel. Somit ist BC im Quadrat gleich zu dieser Differenz, also ist BC gleich zur Quadratwurzel von dieser Differenz und das ist ungefähr 1,38621. Somit haben wir die Länge von dieser Strecke BC schon mal gefunden. Jetzt bestimmen wir die Länge von diesem Kreisbogen CD. Dieser Winkel COD ist Zentriwinkel, der genau diesen Kreisbogen CD einschließt. Was also bedeutet, dass die Öffnung von diesem Zentriwinkel COD in Radiant ausgedrückt gleich ist zu der Länge vom eingeschlossenen Bogen CD geteilt durch den entsprechenden Radius OC. Und da der Radius OC ein halbes ist, können wir daraus schließen, dass die Bogenlänge CD gleich ist zu ein halbes mal die Öffnung des Winkels COD, aber in Radiant ausgedrückt. Was wir also jetzt noch suchen, das ist die Öffnung von diesem Winkel COD. Aber da OC senkrecht zu BC ist, weil BC ja tangent zu diesem Kreis am Punkt C ist, und da OD waagerecht ist, deshalb ist OD also senkrecht zu AB. Aus diesen zwei Eigenschaften können wir schließen, dass die Öffnung des Winkels COD
genau dieselbe ist wie die Öffnung des Winkels ABC. Also brauchen wir nun auch die Öffnung des Winkels ABC in Radiant ausgedrückt zu bestimmen. Und um diese Öffnung zu finden, zerlegen wir diesen Winkel ABC in diese Summe, also Winkel ABC, das ist Winkel ABO plus Winkel OBC. Was wir also jetzt noch suchen, das ist die Öffnung des Winkels ABO in Radiant ausgedrückt und die Öffnung des Winkels OBC ebenfalls in Radiant ausgedrückt. Beginnen wir mit dem Winkel ABO. Wir werden diese Winkelöffnung bestimmen durch Anwendung der Sinusregel in diesem Magenta-Dreieck ABO. Die Sinusregel besagt, BO geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also geteilt durch Sinus von 45 Grad, ist gleich zu AO geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels und dieser Winkel ist der Winkel ABO. Also so, da BO gleich zu 1,47363 ist, das haben wir eben berechnet, da der Sinus von 45 Grad Quadratwurzel von 2/2 ist und da das Maß von AO, angegeben ist, das sind diese 2 Meter, wissen wir also, dass der Sinus des Winkels ABO gleich zu diesem Bruch ist, und das ergibt ungefähr 0,95968. Also ist der Sinus des gesuchten Winkels ABO gleich zu dieser Zahl, woraus wir schließen können, dass dieser Winkel ABO entweder gleich 1,28586 Radiant ist oder gleich zu Pi minus diese Zahl Radiant ist. Das heißt 1,85573. Der Winkel ABO ist aber ein stumpfer Winkel und dieser Winkel ist spitz. Also müssen wir diesen Winkel nehmen und somit wissen wir, dass der Winkel ABO ungefähr 1,85573 Radiant misst. Diesen Winkel haben wir schon gefunden. Jetzt bestimmen wir den Winkel OBC. Und das machen wir in diesem rechtwinkligen Dreieck OBC, in dem gilt, der Sinus vom Winkel OBC ist gleich zur Gegenkathete OC geteilt durch die Hypotenuse BO. Daraus schließen wir also diese Gleichheit. Und da der Radius OC ein halbes misst und der Abstand zwischen B und O eben berechnet wurde, wissen wir, dass der Sinus des Winkels OBC gleich zu diesem Bruch ist, das heißt ungefähr 0,3393, woraus wir dank dem Taschenrechner sofort die Öffnung von OBC finden. Dieser Winkel hat als Öffnung ungefähr 0,34617 Radiant. Somit haben wir also den Winkel ABO und den Winkel OBC gefunden. Das können wir jetzt hier einsetzen und schließen daraus, dass die Öffnung des Winkels COD gleich ist zur Summe dieser beiden Zahlen. Und diese Summe ergibt 2,20190. Jetzt kennen wir also die Öffnung des Winkels COD in Radiant ausgedrückt und können letztendlich diese Bogenlänge bestimmen. Die gesuchte Länge beträgt also ungefähr 1,10095 Meter. Es bleibt nur noch der Abstand zwischen D und E zu bestimmen. Dazu werden wir zuerst die Höhe von diesem Punkt D berechnen und zu diesem Zweck nutzen wir dieses grüne rechtwinklige Dreieck. In diesem rechtwinkligen Dreieck wissen wir, dass der Abstand zwischen A und diesem Punkt gleich ist zu 2 mal Cosinus von 45 Grad. Also ist die Höhe vom Punkt D, das heißt auch die Höhe von diesem Punkt, gleich zu 3 Meter plus dieser Abstand
2 mal Cos von 45 Grad. Also diese Summe hier, das ist die Höhe vom Punkt D. Und um den Abstand zwischen D und E zu bestimmen, brauchen wir von dieser Höhe des Punktes D nur noch abzuziehen, diesen Meter und diesen halben Meter. So stoßen wir also auf DE ist gleich zu 3 halbe plus Quadratwurzel von 2. Und diese Zahl beträgt ungefähr 2,91421 Meter. Um letztendlich die Länge von diesem roten Stahlseil zu finden, brauchen wir nur noch diese drei gefundenen Maße zu addieren. Und diese Addition ergibt dann als Länge des Stahlseils ungefähr 5,40 Meter.